Ich verstehe dich nicht. Wieso willst du unbedingt eine Supernova sein? Eine Supernova ist ein Stern, der explodiert und dabei aufleuchtet, während er zerstört wird. Das willst du? Du willst dich tatsächlich selbst zerstören? Die Ludmilla, die du kennst, verschwindet, wenn du in der Nähe bist. Ich weiß wirklich nicht, was mit mir passiert und ich weiß auch nicht, ob ich dieses Gefühl mag. Ich weiß es nicht. Du magst Federico. Du bedeutest mir nichts, weder du noch deine Gedanken. Aber du bedeutest mir was, sogar sehr viel. Marotti, ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Ja. Ludmilla, also ich habe super, super Neuigkeiten für dich. Was? Werde ich der neue Star von Humix? Ja. Bombig. So machen wir es. Wir werden zusammen arbeiten und wir werden beide die Taschen voller Geld haben, wenn du ein Star bist. Ich bin schon ein Star, Marotti. Naja, eigentlich bin ich eine Supernova. Manchmal nenne ich das einfach anders. Und Marotti, wann unterschreiben wir dann den Vertrag? Warte, ganz ruhig. Wir wollen doch nichts überstürzen. Nicht so ungeduldig, weil wir noch ein paar von diesen grandiosen Songs hören wollen, die du komponierst vor Vertragsabschluss. Perfekt, ich kann Ihnen jede Menge Songs zeigen. Sie werden überrascht sein, Marotti. Aber vielleicht auch nicht, denn Sie wissen ja, wie talentiert ich bin. Das heißt, dass wir... Nun gut, Marotti, können wir später weiterreden? Wenn ich dich sehe, weiß ich nicht, wie ich mich so in dir täuschen konnte. Sie hatten alle recht. Pass auf, Federico, wenn du jetzt schon wieder davon anfangen willst, was für eine schlechte Person ich bin, dann geh jetzt bitte, denn das verletzt mich. Pass auf... Leute, die Torte ist da. Kommt ihr? Wir kommen. Und du kommst nicht? Nein. Für mich ist das kein Anlass zur Freude. Für mich ist das ein Drama, aber das verstehst du ja sowieso nicht. Was ist das Drama? Die Liebe unserer Eltern oder dein Streit mit Federico? Ludmilla, du sollst nur wissen, falls du mich brauchst, bin ich für dich da. Ich weiß, das alles ist nicht einfach für dich, aber betrachte mich doch einfach als Freundin, so wie ich dich betrachte. Für mich wirst du nie eine Schwester sein, egal was du denkst. Nein. Ich denke nur, dass wir in Zukunft viel Zeit miteinander verbringen werden. Wir sind jetzt deine Familie. Und ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Du bist nicht mehr alleine. Violetta...